mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich habe mir eine wundervolle heiße Zitrone gemacht, die ich gleich schlürfen werde, während ich mir gemeinsam mit euch den zweiten Teil von 5 YouTuber, die noch viel reicher sind, als du denkst, anschaue. Dass man als YouTuber gut verdienen kann, weiß wohl jeder. Mhm. Doch manche sehr große YouTube-Stars haben es sogar geschafft, neben ihrem Kanal reich wurden. Weiter mit dem zweiten Teil von YouTubern, die viel reicher sind, als du denkst. Aha. Es erwarten euch... Oh, jetzt ist mir ein Tee hier. Warum so ein Foto wissenswert? Es erwarten euch junge Millionäre, interessante Geschäftsideen und teilweise unglaubliche Vermögen. Ach so, und die Reihenfolge der YouTuber im Video richtet sich übrigens nicht danach, wie viel sie verdienen. Das wär's ja noch. So, fangen wir an mit Platz 1. Bibi hat 70 Millionen auf dem Konto. Und fangen an mit Flying Uwe. Oh. Der Fitness-YouTuber fing schon vor über 12 Jahren damit an, Videos auf seinem Kanal hochzuladen, was ihn zu einem absoluten YouTube-Urgestein macht. Okay. Doch auch neben der Videoplattform ist Uwe Schüder schon immer sehr aktiv gewesen. So gewann er zum Beispiel... Mr. Hamburg hat er gewonnen? Ich wäre eher Mr. Hamburger... Während die meisten YouTuber ihr Geld vor allem durch die YouTube-Werbeeinnahmen und Placements verdienen, so ist Flying Uwe schon seit längerem auch unternehmerisch aktiv. Er gründete zum Beispiel die Sportbekleidungsmarke Smilodogs, die über einen umfangreichen Online-Shop wie auch einen eigenen Store in Hamburg verfügt. Obwohl die Smilodogs GmbH zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt und für Uwe als Geschäftsführer eigentlich schon ein Fulltime-Job sein könnte, so hat der YouTuber tatsächlich sogar noch weitere Unternehmen. Finde ich immer krass, wie Leute das alles unter einen Hut kriegen. Also klar, die laden jetzt natürlich auch nicht täglich hoch. Ich lade ja täglich sogar gerade 2 Videos hoch. Und die schneiden ihre Videos wahrscheinlich auch nicht selber. Aber ich habe da echt Respekt vor, wenn man mehrere Businesses hat. Ein Blick ins Unternehmensregister zeigt, dass Flying Uwe und seine Partner ein ganzes Netzwerk aus Firmen besitzen. So ist er nämlich auch Geschäftsführer der NeoSubs Vertriebs GmbH, deren Business aus einem Online-Shop für Supplements und Proteinpulver für Sportler besteht. Aha. Und aktuell entwickelt er zusammen mit Montana Black eine Gaming-Booster-Marke. Ich glaube, das Thema ist vom Tisch, ne? Da haben die sich nicht zerstritten oder irgendwie so? Warte, wie alt ist das Video? 4 Monate. Ja, kann sein, dass das da noch stand, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Machen wir weiter mit YouTuber Justin. Seit über 7 Jahren ist der 21-Jährige inzwischen auf YouTube aktiv. Damals fing er an mit Minecraft-Let's Plays. 2016 begann Justin dann hauptsächlich Videos über Themen aus der Modewelt hochzuladen und entwickelte ebenfalls seine eigene Merch-Kollektion. Doch statt einfach seinen Namen auf Klamotten zu drucken, wollte Justin eine richtige Modemarke aufbauen, die hochwertige Produkte anbietet und nicht auf Masse, sondern Exklusivität und Stil setzt. Sein eigenes Label Peso Clothing begann er immer wieder auf seinem Kanal vorzustellen. Und da sich seine Videos sowieso um das Thema Mode drehen, interessierten sich auch viele seiner Zuschauer schon früh für Justins Klamottenmarke. Inzwischen hat er bereits ein... Krass, dass Eden Hazard dafür gemodelt hat. Im April postete er ein Bild auf Instagram, das ihn in einer Lagerhalle voller Pakete zeigt. Ein YouTuber rechnete daraufhin aus, wie viel Umsatz alleine diese Kollektion einbrachte. Und zwar schätzungsweise 400.000 Euro. Ist Umsatz. Haben wir ja gelernt, Umsatz immer viel Gewinn. Andere Schublade. Ebenfalls verriet Justin erst vor kurzem in einem Livestream, dass er vor kurzem in 3 Stunden 34.000 Hoodies verkauft hat. Ist halt andere Liga. Da ich mich mit Justin auch letztens nochmal drüber unterhalten, das ist hier. Ja, der Lukas-Shop, der ist dann eher so... Da müsste ich jetzt in den Keller laufen. Was einen Umsatz von 2.958.000 Euro machen würde. Doch auch wenn das jetzt vielleicht nach viel klingt, so bedeutet es nicht, dass Justin bei einem Drop seiner Klamotten automatisch zum Multimillionär wird. Doch. Er hat auch viele Ausgaben. Justin hat 80 Milliarden auf dem Konto. Die Produktionskosten der Klamotten. Wenn ihm am Ende... Ey, wie alt ist denn die Aufnahme bitte? Machen wir weiter mit Shireen David. Okay, schon ich bin seit gespannt. 2014 besitzt sie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie bis vor einigen Jahren auch noch regelmäßig Comedy-Videos, soziale Experimente und Real Talks hochgeladen hat. Ganz kurz, wie alt ist Shireen David eigentlich? 25 ist die erst? Ich hätte easy gesagt, dass die 30 ist.
die existiert schon so lang in diesem ganzen Social-Media-Kosmos. Aber gut, okay, wir schauen mal weiter. Ebenfalls veröffentlichte sie 2017 ein eigenes Parfüm, das sie über eine Online-Abstimmung mit ihrer Community entwickelte und exklusiv beim Drogeriemarkt DM vertrieb. 550.000 Stück konnte sie davon laut eigener Aussage verkaufen. Krank. Da bereits die kleinste Größe 19,95 Euro kostet. Wenn die 500.000 Stück verkauft hat und die kleinste Größe kostet 19 Euro, dann sind das ja schon 10 Millionen Euro. Auch wenn dies zwar nur der Umsatz ist, so gingen trotzdem Millionen. Mehrere Millionen aus dem Parfümverkauf in Shireen Davids Privatvermögen. Ja. Ein Teil ihres Vermögens investierte sie anschließend in ihr erstes eigenes Album und professionell. Und in ihren Körper. 155 Millionen Krank. Mal wurde ihr Album Supersize auf Spotify gehört, Krank. Was ihr ungefähr einen nicht. Gewinn von 490. So viel? Also, es ist viel, aber 150 Millionen ist so eine riesige Zahl und damit 500.000 Euro? Ich hätte gedacht, das wäre mehr. So die ganzen Rapper rappen ja mal darüber, boah, Spotify, bla bla, aber ich muss halt überlegen, ne? Davon zahlt die ja noch voll viel ab. Wie sie in einem Interview erklärte, verdient sie sich aber vor allem durch ihr Parfüm, Zitat, dumm und dämlich. Sie sagt auch, dass sie sich inzwischen vor allem als Unternehmerin sieht und bereits mehrere Firmen gegründet hat. Mehrere. Wie etwa die Shireen David GmbH, die Shireen David Management GmbH. Shireen David GmbH, Shireen David Management GmbH. Shireen David Aktiengesellschaft, Shireen David Co. KG. Sie lehnt heutzutage auch mal Placements für 500.000 Euro ab, nur weil sie nicht gut zu ihrem Image passen. Neue Unternehmung, die sehr gut zum Image von Shireen David passt, ist ihre aktuelle Kooperation mit dem Kosmetikhändler Douglas, bei dem sie zurzeit ihr neues Parfüm Create. Die hat noch ein Parfüm. Baby, ich glaube, du bist nicht mal lange auf dem Thron von Nummer 1 in YouTube Deutschland. Weiter geht's mit Jean-Pierre Krämer, besser bekannt als JP. Auf seinem YouTube-Kanal JP Performance beweist der 39-Jährige immer wieder sein umfangreiches Wissen über Motoren und Tuning. Dass JP auch Unternehmer ist, ist im Vergleich zu manchen anderen YouTubern in dieser Liste eigentlich keine Überraschung. Ja. Schon seit 2012 ist er Inhaber der JP Performance GmbH, einer Autowerkstatt, die vor allem für ihre Tuning Fähigkeiten bekannt ist. Ja. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist JP auch immer wieder als Persönlichkeit in den Medien unterwegs. So moderiert er manchmal bei der Autoshow Grip. Ebenfalls tritt er öfter in Videos des Mercedes-Benz YouTube-Kanals auf und seine wohl größte TV-Rolle hatte er in der Sendung PS Profis, die ihn erst so richtig bekannt machte und die er ganze 8 Jahre lang begleitet. 8 Jahre lang? Der Großteil seiner Einnahmen kommt allerdings aus dem Betrieb seiner Werkstatt. 2017 betrug der Bilanzgewinn seiner Firma unglaubliche 1,... Das ist krass. Man muss aber auch überlegen, was der sich da aufgebaut hat. Das sucht ja echt seinesgleichen in Deutschland. Also ich kenne mich jetzt nicht so mega krass aus in der Auto-YouTuber-Szene. Ich würde sagen, dass ich mich gut mit Autos auskenne, aber nicht mit den Leuten, die was darüber machen. JP? Kommen wir als letztes zu einem YouTuber, der deutlich mehr verdient, als die meisten wohl vermuten würden. Okay. Die Rede ist von Dena. Okay. Eigentlich sind seine besten Zeiten auf YouTube schon ein paar Jahre her. 2013 zum Beispiel erreichte er mit Minecraft und GTA Let's Plays noch Millionen von Aufrufen. Okay. Und auch später, als er damit begann, immer mehr Real-Life-Vlogs zu drehen, konnte Dena viele Zuschauer damit begeistern. Mhm. Aktuell ist er zwar immer noch aktiv und lädt regelmäßig Videos hoch, doch seine monatlichen Aufrufszahlen Monthly Gained Subscribers, das hier ist 0 und er macht seit September 18 mehr negativ als positiv. Also auch unter meinem letzten Video, wo ich auf den ersten Teil von YouTuber, die reicher sind, als du denkst, reagiert habe, haben mir voll viele Leute in die Kommentare geschrieben von wegen, Luca, spiel doch nicht so, du verdienst doch mehr als die alle, du kennst doch alle Zahlen, du verdienst doch selber voll viel. Ey,
egal wie viel ich verdiene, ich kann mich doch trotzdem wundern über Zahlen von anderen Leuten. Und hier bei Felix bin ich jetzt echt gespannt, was die sagen. Vor einigen Jahren gründete er zusammen mit seiner damaligen Freundin Kati ein eigenes Unternehmen. Mhm. Und zwar die 25Made GmbH, mhm, eine Künstler- und YouTuber-Agentur, die sich um die Vermarktung von Online-Persönlichkeiten kümmert, ja, wie etwa Joyce Ilk oder Felix Barr. Aha. Und für diese mit Unternehmen passende Kooperationen entwickelt. Mhm. Das Paar fing damals zu zweit an und da die Aufträge immer größer wurden, stellten sie mit der Zeit auch Mitarbeiter ein. Aha. Inzwischen nimmt die Betreuung der Firma auch einen großen Teil von Denas Zeit in Anspruch, mhm, weshalb seine Real-Life-Vlogs auch immer mehr den Alltag im Büro präsentieren. Mhm. Doch Felix von der Laden hat noch ein anderes Business, mhm, denn vor einigen Jahren gründete er das Modelabel Spielkind. Mhm. Über einen eigenen Online-Shop werden dort selbst entworfene Kleidungsstücke. Spielkind Padded Camera Case. Meine Kamera wickele ich immer in Boxershorts ein, wenn ich irgendwo hinfahre. Auch wenn keine konkreten Verkaufszahlen und Geschäftsberichte öffentlich sind, so erklärte Dena immer wieder, dass einzelne Produkte öfter mal schnell ausverkauft sind. Mhm. Ebenfalls ist er auch noch als Rennsportfahrer in der ADAC GT4 aktiv, wo er in einem McLaren 570S... Das... Also weiter entfernt von einem McLaren 570S kannst du, glaube ich, mit einem Fahrzeug nicht sein. Wissenswert. Eure Auto-Experten. Oh, boah, es ist so sauer. Jetzt unten hängt die ganze Zitrone. Also auch wenn keine konkreten Geschäftszahlen vorliegen, so sprechen vor allem der Erfolg seiner Marke Spielkind und der Agentur 25Made dafür, dass Felix von der Laden abseits von YouTube sehr gut verdienen wird. Das war's auch schon mit uns. Was ist denn mit mir? Ihr hattet mich... Ich war der erste YouTuber, der dort eingeblendet wurde mit diesem Lauf... Komm, wir gehen nochmal hin zur Stelle. Wir gehen nochmal hin, Freunde. Die viel reicher sind, als du denkst. Aha. Es Bam! Und wo war ich? Genau! Nirgends! Ich kriege euch wissenswert. An der Stelle würde ich meine heutige Reaction jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Auf welches Video soll ich als nächstes reagieren? Schreibt es mir wie immer gerne.